du eigentlich? Vom Bord gefallen, ne? Ach, fuck. Was? Ich dreh mal ab. Wieso? Ich hab dir das Falsche gesagt. Hä? Alter, wieso greift der uns an hier? Das muss nicht zwingend er gewesen sein. Wer dann? Könnte sein, dass wir gerade im Toten Meer waren. Und dann haut uns mal vier Löcher in den Heck rein, halt. Ich weiß es nicht. Okay, nee, das war wohl er. Ja, Zähne stecken noch drin, ne? Ja. Der dicke Ari. Das zum Thema, der greift nicht an. Zieh dich, du Sack. Schießt du jetzt echt auf den oder was? Machst du doch nicht besser mit. Oh nee, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin gerade auf Segel drehen. Autsch. Richtung Westen ist richtig, oder was? Ja, Richtung Westen. Wir sind ja schon ganz rechts am Rand, da wäre es ein bisschen doof, nach Osten zu fahren. Alter, wie viele Löcher. Mein Gott, ey. Wir können gleich an der Insel anhalten und unsere Vorräte wieder auffüllen, nur wegen dem Kack-Megalodon. Also vor 2 Monaten wollten wir den noch unbedingt besiegen und jetzt, ne, geht er uns auf den Sack. Müssen wir langsam weg sein hier. Ne, sind wir noch da. Ja, hört man doch an der Musik. Okay, keine Löcher mehr. Gut. So, verpiss dich. So, Segel weiter drehen. Pirate ist weg, oder? Nee. Naja, noch nicht. Das sehe ich ja nicht. Jetzt ist er weg. Alter! Ganz ruhig, Fischi Fischi. Guter Fischi Fischi. Ja, Himmel und die, genau das. Oh, ein kleiner süßer Delfin. Mit großen Zähnen. Ja. Und der frisst garantiert kein Plankton und Fische. Nicht. Oh, stimmt. Junge, 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 Junge. Ja. Okay, vom Steuerrad springst du direkt unter Deck. Yep. Wolltest du hier an der Insel anhalten oder? Hier vor uns. Weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, da können wir besser eine Skelettinsel besuchen. Okay. Auf dem Weg dorthin. Oh, wir haben schon wieder Blut und. Hab ihn mit der Kraft der Liebe verschwinden lassen. Ja. Ja, deine Liebe kennen wir ja, Himi. Hundi. Ja. Zweihändig vor allem. Oh, das ist
gerade mal bei T. Boah. Aber die Richtung ist perfekt. Meine Spezialität, ja. Weithändig oder einhändig? Halten wir am Außenposten hier, oder was? Wo ist mein Außenposten? Hier links, vorne links von uns, meine ich. Ich glaube, das ist ein Außenposten. Sieht zumindest irgendwie so aus. Oder? Ne, ist kein Außenposten. Doch, Außenposten Dagger 2. Echt? Links ja, uns? Ja, aber wir sind auf der Rückseite davon, deswegen. Ja, wo es anhalten hat. War Blödsinn, ne? Ja, wobei wir kommen sonst an keinem Außenposten mehr vorbei. Ja, aber Skelettinsel ist vor uns eine. Ah, jo, Kraken Watchtower. Vorne ja, dann lass da hin. Weißt du, was praktisch wäre? Auf der Karte so eine Markierung setzen wie bei Fortnite. So eine Leuchtfackel. Ja. Die du über die ganze Map sehen kannst. Ja, nur noch 50 Kilometer, dann sind wir da. Ich sehe schon die Fahne. Aber ich sehe hier echt keine anderen Schiffe, oder? Nee. Wir sind auf einem sehr einsamen Server. Ja. So einsam. Ja, dass der Dominik eine hohe Musik spielen kann. Beides, sagt er mir. Ja, okay. Glaube ich. Einhändig. Einhändig kann jeder. Guck mal, segel bitte rein vorne. Übrigens, der Eingang ist, glaube ich, links. Ah, zu spät. Versuchst du irgendwie gegen den Turm da zu brettern, oder? Nein. Scheinbar schon. Nein. Scheinbar Nein. schon. Nein. Stopfen wir Löcher. Gut, dass wir hier direkt Ressourcen aufsammeln können. Ich wollte es mal so machen wie der Ersor. Ach so. Na dann. Sauber einparken. Ja. Ein, nicht drauf. Ach so. Das ist ein Unterschied. Habe ich da was falsch verstanden? Ja. Bisschen. Ja, wir sind ja von dem Turm. Ah ne, der Turm ist hinter uns, okay. Ich dachte gerade, wieso sind wir von dem Turm wieder so weggedriftet? Voll krass, dass ich jetzt was sehe. Voll geil. Kanonenkugeln, vier Stück. Du hast einen leer. Anker reingehauen, deswegen ja. kommen wir nicht voran. Ich denke, was ist denn hier los, ey? Oh, ouch. Ich dachte nicht, dass ich auf dem ja. Schiff lande. Hä, ja, so nutzt wirklich alles. Hallo, Monitor. Ich fasse es nicht. Das will Moni nicht. Nee, gerade hat er wieder irgendwie alles extrem dunkel geschalten. Keine Ahnung warum. Wo bist du gerade? Unter Deck. Versuche gerade, mich wieder zu heilen. Ach nein. Okay. So. Hä? Was?
Einparkversuch Nummer 2. Alles klar. Hä? Ich hab den Kanonenschuss gar nicht gehört. Hä? Nö. Okay. Ich hab dich nur fliegen gesehen. Ja, er so nutzt auch seine Umgebung zum Parken. Ich park nochmal besser ein. Normalerweise. Das sind die perfekten Parksensoren, andere Autos. Wir sind knackt und dann noch ein Stückchen. Ja, jetzt ist es schön, wenn du knallt noch einen Meter, wa? Ja. Himmel und die lacht. Ah, ich hab den Chat an. Das war. Hi. Ich hör bis hier. Nee. Nö, gar nicht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So ist gut. Ich war heute auf Kontakt. Ja. Hat nicht geratscht. Ist kein Wasser im Schiff, ehrlich nicht. Oh, keine Löcher. Wie, er hat den Chat an. Jetzt kann ich nimmer über ihn lästern? Mann. Nee, kannst du nicht. Sowieso nicht, ich lese alles vor. Also irgendwie ist das, ist der Monitor komisch heute. Warte. Hab ich. Geil. Hab ich direkt vorhin Zaun geballert hier vorne. Ja, top. Ach lol. Liegt das vielleicht. Schade, hier ist aber nix. Ah. Okay. Ich hab so eine Ahnung, woran es eventuell gelegen haben könnte. Was? Dass ich deinen Badabum nicht gehört hab? Nee. Ich gebe dir auf Fässer. Dass, es auf einmal wieder so komisch dunkel wurde. Dass ich ständig ein anderes Bild habe. Mein Monitor hat einen dynamischen Kontrast. Achso, ich wollte gerade sagen, hast du die Kerze ausgepustet? Ja, genau das. Ach, ich hab Bananen vergessen abzulegen. Na egal. Andrzej ist voll doof. Mach. Ey, ich komm gleich rüber da. Ich bin gerade überlegen, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, den Chat in den Stream zu packen. Damit jeder lesen kann, was Himmel und die für eine Scheiße schreibt. Oder? Ja, genau. Der arme Kerl. Aber wieso nehme ich denn eigentlich einen Schutz? Nein, generell, weil es halt manchmal echt doof ist, weißt du, ich hab dann manchmal dann schon mal ein bisschen ein oder zwei Leute, die dann da schreiben, ne, und weißt du, ich reagiere dann irgendwie darauf, aber in einem Video sehen die Leute das ja gar nicht, worauf ich dann reagiere. Ich lese ja nicht immer alles vor. Dafür sind keine Fässer. Vielleicht ein bisschen doof, ja, irgendwie wenig, ne. Komm ran, ich kann dir jetzt ganz viel zeigen. Naja. Nee, deine beidhändigen Künste wollte ich nicht kennenlernen. Lass mal sein, Hundi. Irgendwie ist hier generell, keine Ahnung, leer. Hier ist gar nichts. Tote Hose. Ja, auf einer Skelettinsel ist tote Hose. Möp. Du hast doch gesagt, du kommst. Leg nicht immer alles auf die Goldwaage. Wir haben 23 Holzbretter. 50, 24, 25, also knapp 100 Kanonen. Ich habe auch noch 5. Ja, wir haben ein bisschen wenig Holzbretter, ne? Hab extra aufgeräumt. Ja, hier sind noch ein paar Holz. 4 Holzbretter noch. So, was ist nur leer? Was ist hier oben? Leer. Hier ist kein Fass. Was ist hier drin? Leer. Kein Fass. Alter. Hier ist nix. Autsch. Warum schießt du dich eigentlich rüber? Wir stehen direkt vor dem Haupteingang. Ich das lustig finde.
baller mich da jetzt auf den Zaun. Echt langweilig hier. Ist ja gar nichts abräumen. Ich würde sagen, wir segeln weiter. Nullnummer hier. So, jetzt habe ich den Monitor selbst ein bisschen die Helligkeit weggenommen. Okay, also bei mir ist es jetzt wesentlich heller als im Stream, würde ich sagen. Andrzej riecht. Sollen wir irgendwie noch an der Insel anhalten oder so und gucken, was es da noch so gibt? Weil die war ja jetzt echt mickrig. Ja, kann man machen. Nach Einhornpups? Oh, schön. Lol. Wir segeln voll in die falsche Richtung, ne? Ja, aber vor uns ist noch eine Insel, oder nicht? Recht vor uns die. Die vorne rechts? Keine? Ja, doch, aber dann fahren wir bitte rechts an der Insel vorbei, weil das ist der Außenposten. Ah, okay. Wobei, direkt auf unserer Seite ist ein Steg. Da kannst du anhalten. Weil dann haben wir den ja auch leichter mit dem Drehen. Grabt mal einen Schatz aus. Nee, wir versuchen jetzt dieses blöde Update mal zu schaffen. Ja, nur wieder nicht mit zwei Leuten. Das ist echt scheiße schwer. Ja. Er soll es ja ein Abknicker. Hol schon mal hier Dings rein, vorne. Bin dabei. Grabt mal ein Schiff aus. Gib es nicht. Ah. Kontaktaufnahme. Jetzt mach doch den. Ja, der geht aber vom Anker weg, du Mensch. Du bist doch am Anker. Alter, ich will den gerade runterlassen, dann will der den wieder hochdrehen. Nee, mein Plan war auch runterlassen. Ich eimer mal eben. Ja. Läuft heute bei uns. Total. Das ist eine richtig erfolgreiche Runde hier. Aber ja, wir haben perfekt eingepackt. Guck mal, hier kommst du definitiv rauf und runter. Ja, und rennst sogar noch vor dem Ding hier. Bin ich leer? Ja, ich bin leer. Ne, 5 Bretter habe ich.